Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Forest Village mit dem Freezy zusammen. Hallo. Ja, Freezy kann nix, weil Freezy ist ja schon mal gestorben. Und ich lasse jetzt hier mal auf mal 10 laufen, weil ich einfach der Überking bin. Und nicht nur der Überking, sondern weil ich das jetzt hier eben drauf habe. Und ich hier eben Winterbindung sowieso nichts machen kann. Aber ich muss Holz sammeln, ohne Ende. Ich brauche eine Menge Holz. Was wollte ich noch sagen? Und zwar folgendes. Wir haben aktuell 24 Einwohner. Und Freezy hatte ja eine Runde verloren. Und wir hatten ja eigentlich ursprünglich das so ausgemacht, dass wir ja schon so eine kleine Bestrafung da. Ich hab da was. Die Zuschauer haben mich da auf was gebracht. Aber echt jetzt? Hm. Ich hab die Kommentare nicht gelesen. Verdammt, was haben sie gesagt? Du darfst eine Woche kein Monster trinken, also kein Energy trinken, aber ich glaube, das machst du ja jetzt eh gerade aktuell nicht. Ne. Aber deswegen, ich möchte, dass du kein Energy trinkst. So. Okay. Und wenn du es doch tust, dann... Dann? Ich will es mal so sagen. Es wird noch nie... Ich und Batman in einen Raum zusammen gesehen. Das sollte zu denken geben. Batman ist nämlich ein Freund von mir. Okay. Ja, und ich sehe alles und ich weiß alles. Okay, erstmal hier wieder einen Überblick über das Game bekommen. Wir haben nämlich aktuell Winterende, das heißt, es geht wieder in die brandheiße Phase. Anbauen, 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 Freunde. Richtig reinkloppen. Minus 2 Grad haben wir ja aktuell noch. Ihr habt auch immer wirklich richtig coole Tipps gegeben und Tricks und so weiter und so fort. Schreibt doch mal fleißig in die Kommentare. Auch wenn wir etwas vorproduzieren, lohnt es sich natürlich trotzdem in die Kommentare zu schreiben. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir es ja lesen und dann eben, mein Gott, ein, zwei Folgen später erst umsetzen. Das ist ja nicht das Problem. Aber trotzdem immer raus mit den Kommentaren. Immer raus damit. So, ich muss nur mal ganz kurz schauen, was ich jetzt aktuell eben noch mache. Wir haben noch 2 Erwachsene gekriegt. Das ist natürlich gerade sehr, sehr gut. Ich muss erstmal irgendwie Holz sammeln, denn ich will einen Steinbruch bauen. Ja, es ist soweit, ich will einen Steinbruch bauen. Und ich, Alter, ich sag dir, mein Jäger, der geht gerade richtig steil. Ich habe 665 Fleisch, Alter. Ich überlege gerade, was die Fischerhütte 3. Ich überlege echt, ob ich noch so eine olle Fischerhütte baue. Ich weiß noch nicht so richtig. Baue ich noch eine Fischerhütte oder baue ich keine? Hier, die produzieren aktuell Feuerholz. Das ist auch in Ordnung. Und die produzieren aktuell aus Feuerholz Kohle. Das ist auch in Ordnung. Nur leider ist die Kohle schon alle. Wird hier gut wegverbraucht. Ich bin gespannt, ab wann man dann zum Beispiel so 2 Feuerholzhütten braucht. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich soweit. Jetzt können wir wirklich noch einen Fischer bauen. Denn wir haben aktuell 7 Arbeiter übrig. Dann würde ich einfach mal hier, Freunde, genau hier, vielleicht sogar hier, oder doch hier, noch eine Fischerhütte hinbauen. Welches Jahr bist du jetzt? Jahr 6. So, ich nehme mal die Zeit hier runter. Jahr 6 bin ich. Warum? Das wollte ich nochmal wissen. Wie konnte man denn so oben drauf schauen? Mausrad rausdrehen. Geht nicht mehr. Ja, drück mal Minus. Geht auch nicht. Hä, wieso komme ich nicht mehr in diese krasse Außenhand? Ach doch, alles klar, ich weiß es. Mit der rechten Maustaste. Okay. Boah, ich habe 9.999 Fische. Was? Was sind die jetzt auf einmal her? Warum habe ich anders gemacht? Hast du denn gemacht? Eben ein bisschen langsamer so voran. Ich baue erst was Neues, wenn ich auch dafür Arbeiter habe. Okay. Ja, und Leute haben auch zu mir geschrieben, bau mehr Häuser. Das habe ich natürlich getan. Hier steht eins.
Das hast du richtig getan. Ja, die Zuschauer. Was? Du bist ein sehr schlauer Dude. Oh jo. Oh, jetzt auch gerade eine Apfelplantage. Ich brauche Werkzeug, kein Wasser. Sehe ich gerade. Ah, oh, fuck. Was denn? Hey. Ich baue jetzt noch einen Brunnen, den baue ich jetzt genau hier hin. Du brauchst noch einen Brunnen? Warum das denn? Das Wasser reicht sonst nicht, um die Felder zu bewässern und die Apfelplantage und alles. Wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, auf jeden Fall mehr Brunnen bauen. Okay. Woran hast du das jetzt gesehen? Ja, du kannst den Brunnen anklicken. Da ist eine Anzeige drin, wie viel Wasser der hat. Der füllt sich nach der Zeit immer ganz langsam auf. Da steht so ein grüner Balken, 100 von 100. Hat er bei mir. Ja, und wenn da Wasser rausgenommen wird, dann geht er halt runter, ne? Mhm. Okay. Aber wenn es bei dir noch klappt, ist ja alles cool. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen Werkzeuge produzieren. Das nützt alles nichts. Gut. Wie sieht's mit dem Fischer aus? Okay, wir haben alles da. Auch sehr gut. Hier fehlt Holz. Bring da mal einer so einen Kackholzstamm jetzt hier hin. Ich wollte es gerade sagen, ey. Es ist da nicht so schwer. Was wir noch machen könnten, das werde ich auch direkt machen. Ich sag dir, wenn ich den Steinbruch habe, wäre ich sowas von... gleich ein Dings hier, die anderen Wege bauen, weißt du? Diese steinigen Wege da. So, ja. Ja, dann kriegst du auch genug Steine erstmal rein, ne? Ja. Hast du recht, ne? So. Bauen die jetzt das hier? Oh ja, die bauen das. Zack. Und zack. Und Fischer fertig. Sehr gut. Das heißt, wir können mal aktuell noch zwei Fische oder könnten aktuell noch zwei Fische einstellen. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher, wie ich es mache. Es wird auch in die Kommentare geschrieben, zum Beispiel Flachs ist Verkleidung, Hafer ist um Tiere zu füttern. Okay. Ja, und so weiter und so fort eben. So. Ich lasse die mal noch schnell den Weg hier bauen. Da halt nur mal einer abholen hier, ne? Wird das wahrscheinlich auch schneller gehen. Wir haben aktuell kein Werkzeug. Das stinkt mich echt an. Vielleicht sollte ich doch erstmal einfaches Holzwerkzeug. Es gibt ja noch die Möglichkeit, ich weiß aber nicht, wo das war. Wo was war? Die Schmiede. Ich glaube, dazu muss man eine Schmiede bauen. Nee, ich habe ja eine Schmiede. Brennofen. Brennofen habe ich und Brennofen habe ich und Brennofen. Ja, Brennofen habe ich auch. Eine Schreinerei. Was macht eine Schreinerei? Was baut eine Schreinerei? So. Der erste Apfelbaum. Ja. Julio. Keine Ahnung, was die Schreinerei macht. So, wir müssen auf jeden Fall hier Fische. Das nützt nichts. Okay, dann. Fakt ist eins. Was jetzt auf jeden Fall auch kommt, ist, wir brauchen neue Bewohner. Das heißt, wir müssen definitiv noch ein Haus bauen, aber wir haben keine Steine. Ich mache mal Folgendes, und zwar ich ziehe mal hier zwei ab. Stein sammeln. Wow.
Wir haben keinen Stein hier mehr in der Umgebung. Das ist ja auch lächerlich. Ernsthaft jetzt? Doch, hier. So, die sollen mal die Steine einsammeln. Und wenn die Steine eingesammelt haben... Werkzeug haben wir zurzeit 4. Los, komm, bau die Apotheke. Brauch noch einer von den Helmen. Die brauchen Holz, die verbrauchen mein ganzes Holz, das ist das Problem. Die Sammlerhütte müsste ich eigentlich auch mal wieder aktivieren. Die Sammlerhütte bringt auf jeden Fall richtig gut, Alter. Die bringt auf jeden Fall was, ja klar. So. Gehen die Bäume kaputt im Winter oder so? Oder bleiben die immer die Apfelbäume? Die gehen nicht kaputt, die bleiben. Aber die musst du halt dann neu bewirtschaften. Also du kannst von den Feldern komplett alle abziehen über den Winter. Okay. Sobald, also 0 Grad ist die magische Grenze. Unter 0 Grad arbeiten die Felder nicht mehr. Und auch die Obstfelder nicht mehr. Kannst du alle abziehen und woanders drauf. Dann Brennholz und so ein Quark eben, ne? Ja. Und, ja. Okay, jetzt haben wir, warte mal, wir haben erstmal genug Werkzeuge. Das ist schon mal gut. Das heißt, den machen wir aus. Und den machen wir aus. Genau. So, jetzt haben wir hier schon mal 4. Das heißt, die sammeln mehr. Und wir können bauen ein neues Haus. Sehr schön. Und das bauen wir hier hin. Läuft doch. So. Dann bauen wir. Zack, zack. So, dann passt das. Genau. Genau. Sehr schön. So, jetzt bauen wir erstmal ein Haus und ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass ich vielleicht danach noch ein Haus bauen werde. Was enorm langsam geht in meinen Augen, ist Holz. Man braucht enorm viel Holz. Ja. Und ich will zum Beispiel einen Steinbruch bauen und dafür brauche ich 1500 Holz. Und das fuckt mich gerade richtig krass ab. 1500? 510, sorry. So rum. So. Falsch gesagt. Hier wird es sich richtig lohnen. Ach ja, das war ja die Apotheke hier. Apotheke. Ich will endlich diesen blöden Steinbruch. Das nervt mich. Werkzeuge haben wir auch erstmal wieder reichlich. Das ist ganz gut. Die haben Fische am Start. Das ist auch gut. Ah, jetzt sind sie fertig. Komm, bau die Hütte hier. Frühsommer. Müssen sich mal ein bisschen beeilen mit dem Felder bestellen. Brunnen. Also mein Brunnen hat 100 von 100. Das ist eigentlich echt alles easy. Die. Ich glaube, ich sollte zeitnah auch noch ein zweites Obstfeld bauen. Also ein Garten in dem Sinne. Ich überlege generell, wo ich mich hin ausbreite. Die Lager sind die eigentlich alle miteinander verbunden? Also gilt das, wenn die das eine Lager schaffen, gilt das als Ganzes? Also wenn du zwei Lager hast, eins dort, eins hier, ist das dann überall verfügbar? Ich glaube, das ist ein... Ja. Wird dann wahrscheinlich nur größer. Das ist jetzt die Frage, ne? So. Warum werden Werkzeuge verbraucht? Für was? Für was werden Werkzeuge verbraucht? Für die Häuser bauen. Da steht doch immer so ein Hammer, 6 von, was weiß ich. Ja, aber du brauchst ja nicht 6 so eine Hammer.
Nee. Nee, dachte ich. Nee. Jetzt brauchen wir erstmal noch 20 Steine hier. Dass das Holz aber auch mal mehr wird, ey, das passiert hier auch nicht. Es ist einfach grauenhaft. Ich ziehe jetzt mal. Oh, 34 Grad. Jetzt holen sie aus dem Brunnen, glaube ich, richtig raus. Ja, aber der Brunnen regeneriert sich relativ zügig. Ja. Ich habe jetzt einfach zwei gebaut, leckter Arsch. Ja. Nee, das geht eigentlich ganz gechillt. Den Feldern, das passt auch. Ich glaube, die kriegen das hin. Nur hier muss was passieren. Okay. Oh, neues Haus am Start. Sehr gut. Ich überlege, ehrlich gesagt, ob ich direkt noch eins baue. Nein. Ich mach's anders. Ich baue aus. Ja, das kannst du machen. Aber ich glaube, verbessern ist teurer wie neubauen. Ich glaube, so war das irgendwie. Ressourcen sammeln. Erz. So. Es rennen auch gar nicht mehr so viele Tiere, also fast gar keine Tiere mehr rum bei mir. Das ist auch ganz gut. Fische gehen auch wieder nach oben. Lange hier. Diesmal. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Mit was denn? Mit den Tieren? Ja, da kannst du halt Krankheiten, Tollwut, bla bla bla. Aber, nichtsdestotrotz, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Schaltet wieder mit ein, lasst uns das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat, hier bei diesem kleinen, wunderschönen Siedlerspiel mit dem Freezy zusammen. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.